beiden Mannschaften sind jetzt da, sind reingekommen. Sie sind an der Goalie-Beschwörung beim Goal. Du hast es gesagt, Marc Gauci, der SV Wileresigen kommt aus einer Niederlage gestern gegen Reichenberg Winterthur. Und Floorball Köniz kommt aus einem Sieg am Freitagabend gegen UHC Grünematt. Der Floorball Köniz gegen Pfannenstiel 9:2. Deswegen sind beide Teams sitzen hier in diesem Final. Und das erste Goal durch Emanuel Antler nach 7 Minuten und 14 Sekunden. Ein überraschender Schuss aus dem Handgelenk rechts oben im Bügel. Eine wunderbare Aktion von Emanuel Antler. Absolut. Emanuel Antler zeigt hier seine grossen Superkompetenzen. Immer noch 1:0 für Floorball Köniz. Eine kurze Ruhephase, was Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft. Selbstverständlich nicht eine Ruhephase, was das Spielen betrifft. Eine sehr schöne Abnahme. Oh, wunderbar gespielt von Nino Welti auf Emanuel Maurer. 2:0. Nach 18 Minuten und 42 Sekunden. Das war jetzt also ein absolut sensationeller Angriff gewesen. Insbesondere die Spielwende, die Nino Welti eingeleitet hat, kann man glaube mit Fug und Recht als Weltklasse anschauen. Absolut, sie haben genau die Lücken gefunden, Defense-Verbund, überfallartige Auslösungen. Oh, hier sehr eine schöne Aktion von Sam Tut. Oh, das ist jetzt aber ein sehr gutes Spiel gewesen. Pass von Matthias Hofbauer. Genau, Topscorer in Animaninnen, hat das extrem gut gemacht. Jetzt, wenn wir das Spiel anschauen, ist es recht intensiv. Was kannst du zum ersten Drittel sagen? Ja, ich habe gefunden, dass Wieler einen sehr guten Start verwünscht. Sie hatten einen grossen Ballmonopol und haben fast keine Chancen zugelassen. Könitz hat dann ab den 5 Minuten natürlich mehr Grip bekommen, vor allem gefährliche Chancen. Das hat sie wieder stark gemacht und sind dort also 2-0 in Führung gegangen mit zwei schönen Goals. Für Wieler ist es sicher gut, dass sie kurz vor der Pause den Anschlusstreffer machen können. Es gibt sicher für sie wieder ein bisschen Schub jetzt im Mittendrittel. Sam Dunkel, deine Einschätzung, hast du noch etwas zu ergänzen zum Adrian Zimmermann? Nein, teile ich seine Meinung. Ich finde auch, Wieler hat am Anfang mehr mit Ball gehabt, haben allerdings auch zum Teil gefährlichere Ballverluste gehabt, so in der Mittelzone, wo er schnell in Konter zu erfolgen hat, aber sehr ein ausgeglichenes Match im ersten Drittel. Ich freue mich auf die nächsten zwei Drittel. Das kann ich sogar auch sagen. Freuen wir uns also auf die zweiten 20 Minuten. Ich gehe wieder rauf zu unseren Kommentatoren Valentin Lacker und Marc Gauci. Er versucht eigentlich schon gut schöne Spielwende. Oh, wunderbar gespielt von Dino Welti und von Raphael Berweger. 3:1 für Floorball Köniz. Nach 26 Minuten und 21 Sekunden. Das war jetzt ein sehr, sehr, sehr schöner Angriff. Schnell, zielstrebig. Und wir notieren, Jöckeli hat nochmal gewirkt. Genau, absolut. Ja, ich glaube, also, Köniz zeichnet etwas aus. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen beschreiben. Wenn sie durchkommen, ist meistens ein Goal. Dann sind sie brandgefährlich. Und die anderen Mal geht es halt eben gegen den Ballverlust. Den Balance zu finden, ist oft, muss ich ehrlich sagen, es ist völlig unnötig hier. Die Schiedsrichter haben das Spiel geschehen, völlig im Griff im Moment. Und es war ein harter Zweikampf gewesen. Und der Schiedsrichter war gut postiert gewesen und hat das Haken gesehen. Und fertig, Ende, 2 Minuten. Resultat zuschauermässig, was hier abgeht. Und jetzt ein wunderbarer, sehr schöner Pass von Fred auf Jonas Ledergerber. Und die unglaublich und eigentlich schon fast brutale Effizienz. Das vierte Goal, 4:1 für Floorball Köniz. Nach 32 Sekunden in diesem dritten Drittel. Das ist jetzt also eine Effizienz kaum mehr zu überbieten. Ja, es ist ein Knickschlag für Wieler, der hier Köniz jetzt schon platzieren konnte. Nach 30 Sekunden. Das sind genau eben die Phasen des Spiels, wo man muss Goal schiessen muss. Kurz. Wieder wenn ein Pass über. Oh, das war jetzt sehr schön gespielt.
mit dem Abschluss vom Topscorer 4:2. Zweiter Goal für den SV Wileresigen, gespielt sind 44 Minuten und 42 Sekunden. Freistoss SV Wileresigen. Es geht im Moment noch gut 4,5 Minuten. Der Jens Fred oder Backe können setzen. Und ein sehr schöner Pass, wunderbarer Pass auf Christian Schellmann. Fünfter Goal für Floorball, können jetzt gespielt sein. 55 Minuten und 30 Sekunden. Und das ist genau das, was du vorhin Marco Ucci richtig hast gesagt. Auch wenn es einem Christian Schellmann nicht wirklich optimal läuft. Aber der mit der richtigen Szene ist da und spielt die wichtigen Pässe. Wie wir es vorhin gesehen haben. 2 Minuten 46 Sekunden sind noch zu spielen. Ein Schuss von ganz weit hinten von Christoph Hofbauer. Das Mal hat man den Sam Tout verrutscht. Ja, keine Chance, er sieht absolut nichts. Das Goal ist zu, völlig. Und oh, jetzt ein sehr schöner Schuss. Das vierte Goal für den SV Wileresigen. Innerhalb von 13 Sekunden haben sie jetzt 2 Goal erzielt. Das ist der Ball hat. Und jetzt, 5 Sekunden vor Schluss, kommt es zum Entlastungsfreistoß. Das müsste jetzt eigentlich wirklich fast gewesen sein. Lassen wir die 5 Sekunden 56, ja genau, der Ball haben wir. Ja, das war es. Könitz gewinnt die Partie mit 5:4. Ein absoluter Hitchcock-Final und mit dem knappstmöglichen Ergebnis mit 5:4 gewinnt Könitz die Partie, der Cup-Halbfinal. Könitz die Zuschauerinnen und Zuschauer sind happy, sind sehr, sehr froh. Alle klatschen sich ab. Eine absolut unglaublich gute Werbung für den Uni-Hockey-Sport heute Abend. Wie gesagt, 1426 Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind hier heute dabei gewesen und konnten zuschauen, wie Floorball Könitz zum dritten Mal in dieser Saison den SV Wileresigen besiegt. Marco Ucci, der mit mir hat kommentiert, ein kurzes Schlussfazit aus deiner Sicht zu diesem Spiel. Ja, für Könitz hat gesprochen, dass sie heute Abend unglaublich gute Goalie in der Reihe hatten. Für mich klar der Matchwinner. Zweiter Punkt, für Könitz hat gesprochen, sie waren klar effizienter gewesen als Wiler. Und diese beiden Punkte haben für mich klar den Ausschlag gegeben, dass Könitz heute hat, gewonnen hat. Machen wir das aus statistischer Sicht noch zu Ende. Der Mike Jörg hat jetzt zusammengezählt. Mike, wie sieht es statistisch effektiv aus? Trügt der Eindruck, dass Könitz einfach effizienter war? Nein, das trügt überhaupt nicht, weil Könitz hat im gesamten Allgemeinen gesehen nur 39 Schüsse hergebracht heute. Und der SV Wileresig hat 75 gehabt. Also das ist eigentlich ein ganz klares Verdikt, das ihr hier schon analysiert habt. Merci vielmals, Mike Jörg. Dann komme ich noch zu meiner zwei Gäste, Adrian Zimmermann. Aus Wieler Sicht natürlich ist man enttäuscht, aber wie siehst du den Spielverlauf? Aus deiner Sicht hat Könitz verdient gewonnen oder hat Wieler müssen gewinnen? Ja, ich glaube, das Spiel war schon die ganze Zeit ziemlich offen gewesen. Also, ich habe natürlich gewusst, dass Wieler noch stark 6 gegen 5 hat. Das haben sie jetzt eigentlich schon mehrmals bewiesen. Sei das schon gegen Tiger im Cup im Viertelfinale, haben sie so sehr gut gemacht oder in der Meisterschaft. Ich hatte das Gefühl, das Spiel ist immer, hat sich etwas verschoben von 5 Minuten zu 5 Minuten im 5-Minuten-Rhythmus. Also wirklich, dass mal Könitz wieder besser war, wieder ein bisschen Wieler besser. Schlussendlich ist sicher die Effizienz oder der Unterschied ausgemacht hat, wenn man die Statistik sieht, das ist ja so. Aber ich glaube, Könitz hat im richtigen Zeitpunkt die Nadelstiche können setzen und Wieler hat so eigentlich über das ganze Spiel um den Rückstand hinterher noch säckeln. Und aus deiner Sicht, Sam Dunkel, hat er richtig gewonnen heute Abend? Emotional natürlich, ja, aber es war wirklich eine ausgeglichene Partie gewesen. Ich finde auch das, was die anderen vorher gesagt haben, also die Effizienz war ausschlaggebend gewesen. Schlussendlich, ich finde auch, dass Könitz sehr gut verteidigt hat, eigentlich über 60 Minuten. Sehr geordnet, mit allen drei Linien. Das ist mir noch so ein bisschen als Unterschied auch noch aufgefallen.